Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Und wir haben eine neue Waffenlackierung bekommen, die gab es kostenlos. Und die habe ich mir jetzt freischalten können, dass es einen Code gab, den man schön sich einlösen konnte. Und die Fortnite Albträume sind inzwischen auch schon gestartet. Und heute sollen im Shop Ghostbusters sein, habe ich nie geguckt, aber wenn ihr euch davon was holt, wäre es nice, wenn ihr mich unterstützt würdet mit meinem Creator-Code, der Teddybär, wäre auf jeden Fall nice. Wir springen direkt mal in eine Runde und ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt, wie ich meine Runden meister, weil ich plaudere mal ein bisschen dazu, wie mir also Fortnite mehr gefällt, denn es gibt Dinge, die sind schon geil, aber auch Dinge, die eben ein bisschen sind, ne? Wir landen einfach mal bei der Ruine. Keine Ahnung, was sie mit der Agency gemacht haben oder The Authority, wie es auch immer hieß. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel aktiv Fortnite gespielt, genauso wie Fall Guys. Die Fall Guys Season habe ich auch schon extrem vernachlässigt. Ja, das war's dann. Moment, hier nehme ich mal kurz was mit. Oh, die Musik ist mir noch nie aufgefallen. Geht echt die Action ab. Hey, hier muss doch irgendwo hier. Ach komm schon. Komm. Oh nein. Das ist natürlich ideal mit dieser Waffe hier zu spielen, nicht? So, aber Moment mal, ich nehme die. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt hier super, die Position, wo ich bin. Bisschen anstrengend geworden. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was mit dem Schatten Midas auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich den antreffe. Ob es hier ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der sich aufhält. Ist hier oben noch einer? Nee. Dann... okay, irgendwo schleicht hier noch jemand rum. Okay, das ist sehr gut. Einmal mitnehmen, danke. Oh Gott, 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 oh Gott. Tschüss, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Verschwinde. Ja, wow. Also, ich muss echt sagen, dass mit diesen Geistern... das habe ich am Anfang noch richtig cool gefunden. Ich finde es inzwischen auch noch mittelmäßig. Aber nach einer Zeit und nach ein paar Runden dachte ich mir dann, das muss ich dann auch nicht durchgehend haben. So, aber wir haben natürlich jetzt schöne Superkräfte, mit denen wir hier und zum Albtraum Royal führen können. Ja, moin. Na, Wolverine oder Logan? Wie soll ich sagen? Oh nein. Na, mal gucken, wer hier gewinnt. Ach, das war's dann wohl nicht du, ne? Okay. Und indem wir hier Sachen fressen, egal welche, glaube ich, kriegen wir hier Heilung. Schade, ich kann das hier nicht benutzen. Egal, Moment. Dann fresse ich mal die Munition auch. Auch wenn das ein bisschen komisch ist. So. Dort oben ist noch einer und dort auch. Aber ich sehe bei Risky Reels. Können wir mal... was macht der da? Hä? Okay, ja. Der ist sowas von tot, das sage ich euch. Wir brauchen hier ja... nein. So, wir... Mann! So, und tschüss. Was? Seine Mission? Hä? Ist das dein Ernst, Boy? Okay, also was seine Mission war, das war ja so richtig sinnlos. Dachte, der hat jetzt Jump-Hits oder so, aber der hat ja nix...
So, dort vorne haben wir einen Spieler. Und wenn ich das jetzt wäre, da würde ich mich jetzt auch aufregen. Ich hatte gestern eine Runde von euch aus vorgestern. Oh, ich war mit so Achtelfinale oder so. Und dann kam einfach von überall irgendein Geist. Es kam mindestens fünf auf mich zu oder sechs, die alle gleichzeitig auf mich geballert haben oder auf mich eingekratzt haben. Tat ziemlich weh. Und es fand ich ein bisschen, naja, nicht so optimal. Und das ist eigentlich das, was mich an Fortnite-Albträume so ein bisschen stört. Aber ansonsten finde ich das Halloween-Event schon ziemlich nice. Und wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare, lasst eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Haut rein, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao, Leute.